für Insekten und. Aber auf der anderen Seite. Wir machen Feuer, wir machen Rauch, um unsere Sensoren zu testen und zu sehen, wie weit erkennen die Sensoren noch den Rauch. Und Nummer zwei, Fragestellung, inwieweit, wie sensitiv sind die Sensoren auf Rauch, auf leichten Rauch, auf starken Rauch, um dann unsere Zielstellung zu erfüllen, innerhalb von wenigen Minuten einen Entstehungsbrand zu detektieren. Ein wesentlicher Vorteil ist die Ultrafrüherkennung. Das heißt also, schon in wenigen Minuten, in 10 Minuten, 15 Minuten, erkennen wir einen Entstehungsbrand, bevor ein offenes Feuer da ist. Das heißt, wir können ihn schnell bekämpfen und damit den Schaden deutlich reduzieren im Vergleich zu optischen Systemen, die den Waldbrand erst erkennen, wenn er über den Kronen sichtbar ist. So, das ist jetzt das Bild drauf. Ganz spannendes Bild. Ablöschen. Und so haben wir in den letzten Jahren die Durchschnittsbrandfläche doch erheblich absenken können, weil mit dem System der Waldbrandfrüherkennung können wir doch viele der Brände so frühzeitig erkennen, dass ja, wir Großschadenslagen verhindern können. Und